Darf ich das essen? Darf ich das essen? Darf ich das essen? Heute geht es um Essen. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute gibt es wieder eine neue Geschichte. Und die Geschichte heißt, darf ich das essen? Bruno kommt in die Küche. Und in der Küche ist Mama. Sie arbeitet in der Küche. Sie kocht Essen. Bruno kommt in die Küche, weil er Hunger hat. Er ist hungrig und möchte etwas essen. Bruno sucht nach Essen. Er sieht Essen. Darf ich das essen? Fragt Bruno. Was willst du essen? Fragt Mama. Mama kocht. Sie kann nicht sehen, was Bruno zeigt. Was willst du essen? Fragt sie. Bruno zeigt auf ein Stück Kuchen. Auf dem Tisch steht ein leckerer, frischer Kuchen. Den Kuchen! Darf ich den Kuchen essen? Nein, Finger weg! Den Kuchen darfst du nicht essen. Der Kuchen ist für Omas Geburtstag. Oma hat Geburtstag. Deshalb habe ich einen Kuchen gebacken. Den Kuchen darfst du nicht essen. Bruno ist traurig. Aber er entdeckt Schokolade. Darf ich die essen? Was willst du essen? Fragt Mama. Mama kocht. Sie sieht nicht, worauf Bruno zeigt. Was willst du essen? Die Schokolade. Darf ich die Schokolade essen? Nein, Finger weg. Die Schokolade darfst du nicht essen. Die Schokolade ist für unseren Nachbarn. Es ist ein Geschenk. Die Schokolade darfst du nicht essen. Finger weg. Bruno ist traurig. Er darf weder den Kuchen noch die Schokolade essen. Was kann er essen? Er hat Hunger. Bruno ist traurig. Aber er entdeckt Kekse. Darf ich die essen? Mama fragt, was willst du essen? Und Bruno sagt, die Kekse. Darf ich die Kekse essen? Nein, Finger weg. Die Kekse sind für das Kaffeetrinken. Die Kekse wollen wir nachher essen. Jetzt darfst du die Kekse noch nicht essen. Bruno ist traurig. Darf ich einen Keks essen? Nur einen? Ich esse nicht alle Kekse auf. Ich esse nur einen. Darf ich einen essen? Mama überlegt. Einen? Okay. Einen darfst du essen. Einer ist okay. Aber bitte iss nicht die Kekse auf. Du darfst nur einen Keks essen. Die anderen Kekse wollen wir nachher beim Kaffeetrinken essen. Okay? Bruno freut sich. Er darf weder den Kuchen noch die Schokolade essen, aber er darf einen Keks essen. Jetzt darf Bruno einen Keks essen und nachher beim Kaffeetrinken kann Bruno noch mehr Kekse essen. Er kann auch die anderen Kekse essen. Jetzt darf er die Kekse nicht aufessen. Er darf nur einen Keks essen. Aber trotzdem ist Bruno glücklich. Er freut sich über einen Keks.
I hope that you like this little story. And let me ask you, was willst du gerne essen? Was darfst du essen oder was darfst du nicht essen? Schreibe einen kleinen Kommentar. Ich wünsche dir viel Spaß beim Deutschlernen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!